Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Maya von Stempel Hexi Maxi und stehe hier bei 30 Grad Hitze in meinem Bastelzimmer. Leute, heute gibt es ein schnelles Video. Wir basteln heute auch was Schnelles. Und zwar habe ich mir gedacht, wir basteln eine kleine Verpackung. Die ist wirklich ganz simpel, einfach. Und da könntet ihr zum Beispiel, wie ihr seht, hier die Kordeln von den neuen Incolor-Farben reintun. Ihr könntet aber auch die irgendwelche Schnipselreste oder wie auch immer zum Beispiel dort reinpacken und aufbewahren oder eure Stanzteile, also so eine Leichtigkeiten da drinne, weil der Boden ist ja nicht geklebt. Ihr könnt den aber kleben. Ihr könntet hier auf der Rückseite Papier noch gegenkleben oder hier drin, dass eine Stabilität ist. Aber für leichte Sachen, sage ich mal, bräuchtet ihr das nicht. Das ist eine kleine Origami-Box. Ihr kennt die sicherlich. Das hat die Steffi von Stempelwiese vor Jahren schon mal gemacht. Und ich fand es heute mal eine ganz tolle Idee, das gleich auch mit den neuen Incolor-Farben zu basteln. Und vielleicht habt ihr eine kleine Anregung bei der Hitze, mal was Schnelles zu basteln. Vielleicht braucht ihr eine kleine Verpackung sogar, gerade für ein Geschenk oder so. Und da wollte ich mit euch zwei Größen basteln. Einmal so eine kleine und einmal eine große. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Also wir starten. Und zwar habe ich mir jetzt hier drei Bögen aus den neuen Incolor-Farben rausgesucht. Na, es sind sogar vier, ich brauche aber nur drei. Wir brauchen nichts weiter, außer noch ein Falzbein. Das habe ich hier. So, und nun los geht's. Und zwar, wir falzen einfach das Blatt zur Spitze nach oben. Sollte schön übereinander liegen. Nachziehen mit dem Falzbein. Wie gesagt, es ist eine ganz schnelle Verpackung heute, aber ich finde, bei dem heißen Wetter muss das auch nicht lange dauern heute. So, dann falzen wir die eine Spitze hoch zur anderen Spitze in die Mitte. Knicken es runter, falzen das schön nach die Linie. Die andere Seite genauso, falzen wir nach oben, so dass es schön nebeneinander sind. Ja, so schön nebeneinander. Knicken das runter, gehen nochmal dann mit dem Falzbein nach. Klappen es wieder auf. Und gehen jetzt, drehen wir das Blatt um, so dass die gerade oben liegt. Nehmen die Spitze und falten diese in die Mitte. Einmal nachziehen mit dem Falzbein und das war's. Und das machen wir jetzt dreimal. So, jetzt haben wir dreimal gefaltet und jetzt können wir das schon ineinander stecken. Ihr habt ja hier in der Mitte, habt ihr so eine Rille. Genauso habt ihr hier auch die Rille überall. Und jetzt stecken wir diese Spitze, die Spitze stecken wir hier in die Rille rein, bis praktisch zur Falzlinie. Da ist ja diese Falzlinie drin. Bis dahin stecken wir es rein. Dann haben wir schon zwei zusammen und jetzt kommt die dritte. Klappen wir hier mal auf. So, stecken wir hier wieder rein in die Seite bis zur Falzlinie. So, jetzt wird es ein bisschen kniffiger, weil es ein bisschen enger wird, aber ist nicht schlimm. Klappt alles, wenn man ein bisschen primelt, geht das alles. So. So, schaut da. So, und schon ist die Box fertig. Das ist doch kein Hexenwerk, oder? Das ist eine Origami-Verpackung. Auch dieses Origami, das kriege ich noch hin. Aber alles andere, was 10-mal gefaltet und geknickt werden muss, ist nicht meins. Aber das Körbchen, das gefällt mir so gut.
Ja, und deshalb wollte ich euch das auch zeigen. Und falls ihr sowas Kleines braucht, könnt ihr euch das ganz schnell herstellen aus 3 Stücken 6x6. So, jetzt machen wir einen großen. So, jetzt machen wir die große. Dafür brauchen wir 3 große Dünen, 30,5 x 30,5 cm. Und davon, also jetzt machen wir das nur in groß. Vorher hatten wir ja hier die kleine und jetzt machen wir einen in groß. Und dann nehmen wir uns, ich packe mal das andere Papier weg, sonst komme ich hier durcheinander. Jetzt machen wir genau das gleiche Prinzip. Wir legen die Spitze auf Spitze, falten das, gehen mit dem Falzbein wieder nach, legen die eine Ecke nach oben in die Mitte an die Spitze. Genau. Ziehen hier schön wieder nach. Die andere Seite genauso. Knicken das wieder, gehen schön mit dem Falzbein nach, klappen es wieder auf, drehen es um und gehen die Spitze nach oben. Und ganz ehrlich, Leute, da könnt ihr in die Massenproduktion gehen. Das macht so einen Spaß. So, jetzt haben wir schon mal den ersten fertig. Ich mache jetzt noch schnell die anderen 2 fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder ihr schaut mir zu beim Schnell. So, jetzt habe ich alle 3 fertig. Jetzt stecke ich die wieder ineinander bis zur Falzlinie. So. Dann kommt hier das nächste rein. So, und jetzt kommt wieder die letzte. Die stecken wir zusammen. Und dann klappen wir den Bogen nur noch um. Und schon haben wir die Box fertig. Diese Box würde ich allerdings, wenn ihr hier was Schweres reinmachen wollt, wirklich verstärken. Da könntet ihr da ja auch auf der Rückseite euch das ausmessen, das Dreieck, und dann einen Farbkarton gegen kleben, genauso wie hier drin. Ja, und dann habt ihr eine Verstärkung drin, falls ihr hier schwerere Sachen transportieren wollt. Ich finde diese Verpackung super süß. Einmal in klein und einmal in groß. Die sind schnell gemacht und ich finde es eine tolle Idee, auch als Geschenkkörbchen oder ihr nutzt es für euch selber, für Wolle, für Nähzeug, für eure Bastelutensilien. Vielleicht habt ihr ja auch mehr solche ausgestanzten Teile, dass er sagt, hier alle rein da. Ja, oder ihr habt, was habt ihr sonst? Euch fällt bestimmt eine Menge ein, was ihr damit machen könntet. Ja, und ich finde es echt auch als Geschenkset, als Geschenkkörbchen zum Beispiel, finde ich das auch eine richtig tolle Idee. Also da passt ja auch ein bisschen was drin, wenn ihr eurer Freundin zum Beispiel ein Wellness-Paket schenken wollt oder weiß ich nicht. Ihr habt Ideen. Ihr seid ja kreativ. Also, genau. So, und davon gibt es auch die kleine und ich habe euch heute das mal nochmal gezeigt, was die Steffi vor ein paar Jahren uns schon mal bei YouTube gezeigt hat. Aber ich fand die Idee so schön und ich dachte, das ist ja schon eine ganze Weile her. Und ich habe es noch gar nicht gebastelt. Und dann dachte ich mir, meine Zuschauer möchten das bestimmt auch gerne mal sehen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt die Sonne, genießt das Wetter, raus mit euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und seid kreativ. Bis dann. Tschüss.